Der Studiengang Naturschutz und Landschaftsplanung ist ein besonderer und attraktiver Studiengang, der sich an alle kommenden Studierenden richtet, die sich für Naturschutz und eben Landschaftsplanung interessieren. Die können vorher Biologie, Geografie oder Landschaftsarchitektur studiert haben und werden sehr viel lernen über Tiere und Pflanzen und andere Organismen. Sie sollten Naturschutz und Landschaftsplanung an der TUM studieren, weil Sie hier lernen können, wie Sie auf einer vertieften wissenschaftlichen Grundlage neuartige Nutzungskonzepte für unsere Landschaften entwickeln können, um menschliche Nutzungsansprüche zu erfüllen und gleichzeitig Biodiversität und Boden, Luft und Wasser dauerhaft zu sichern. Ich habe vorher im Bachelor Landschaftsarchitektur an der TU in Dresden studiert und da habe ich gemerkt, okay, ich will weiter in die Öko-Richtung und da war Weinstephan oder Freising ganz oben auf meiner Wunschliste, weil man hier einfach sich so ganz genau detailliert aussuchen kann, was man machen will. Wir haben wirklich zwei Schwerpunkte, Naturschutz und Landschaftsplanung. Das heißt, wir haben zwei große Gruppen von Modulen, die wir auswählen können. Sind aber in aller Regel sehr praktisch ausgelegt, sodass man zum Beispiel auch Kartierungen im Feld macht oder Umfragen in der Bevölkerung. Mit dem Studiengang Naturschutz und Landschaftsplanung erwerben Sie sich eine Qualifikation für leitende Tätigkeiten in freien Büros, zum Beispiel beratende Büros, die Naturschutzgutachten machen, Managementpläne machen, Landschaftspläne natürlich erstellen. Mit diesem Studium möchte ich persönlich vor allem in die Richtung Landschaftsplanung und Geoinformationssysteme gehen. Wenn Sie Konzepte für die zukünftigen Landschaften in Deutschland und darüber hinaus entwickeln wollen und wenn Sie zu dem notwendigen gesellschaftlichen Wandel beitragen wollen, durch Fokus auf Naturschutz und Landschaftsplanung, dann kommen Sie an die TUM und bewerben Sie sich für diesen Studiengang.